Carlos, wie schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Ich werde nicht erwachsen oder ich will nicht erwachsen werden. Wer von euch sagt das über sich selbst? Wer von euch kennt Leute, die nicht erwachsen werden wollen? Wer ist ein Muttersöhnchen von euch? Wer kommt nicht von zu Hause los? Wer spielt mit Legosteinen, obwohl schon 45 Jahre alt? Wer ist ein Schnullerfetischist? Oder wer lässt sich, ganz krass gedacht und krass gefragt, mit, sagen wir, 38 Jahren noch von der Mutti windeln? Also, ich werde nicht erwachsen, ich will nicht erwachsen werden. Das ist das Thema. Telefonnummer 0130 2911 und die Faxnummer, wenn ihr uns faxen wollt, 0130 11 51 22. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Muss ich immer wieder sagen, weil es immer wieder vergessen wird. Bitte die Telefonnummer drauf schreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. Erster Anruf heute Nacht. Vielleicht will er auch nicht erwachsen werden. Das ist Klaus, 29. Hallo. Ja, grüß dich, Jürgen. Der Klaus aus Essen. Hallöchen. Ja, zum einen mit Schnullern und Legosteinen habe ich es nicht, aber ich habe es mit meiner Carrera-Bahn. Deine Carrera-Bahn? Jo, und zwar, ich habe die Carrera-Bahn also als als ganz junger Kerl von meinen Eltern geschenkt bekommen. Wie alt warst du? Ich schätze mal so 7 oder 8 Jahre. Ja. Und das ist also die Original-Carrera-Bahn und da gibt es ja nach wie vor immer noch alle Zubehörteile für. Mhm. Und ich habe sie also im Laufe der letzten Jahre also richtig erweitert, sodass man sagen kann, ist eigentlich ein schickes Ding geworden. Habe ich als Kind immer von geträumt und habe sie nie bekommen. Ja, ich habe aber daneben noch eine Eisenbahn, aber dafür kann ich mich nicht begeistern. Aha. Ja gut, und wenn ich also jetzt ab und zu mal Lust kriege, das kommt so 2-mal im Monat vor, also Lust auf die Carrera-Bahn. Ja, dann schon verstanden, ja. Dann packe ich sie aus und dann werde ich mein ganzes Zimmer oder mein ganzes Büro und meine ganze Küche hier damit ja, praktisch zubauen. So riesengroß ist sie mittlerweile. Ja, ich habe da einige Sachen dabei. Wie viele Meter sind das? Wie viele Meter Straße? Man kann fast von Kilometer sprechen. also richtig lang. Also du kannst die ganze Wohnung kannst du damit auslegen. Ja, richtig klar. Und dann sitzt du, kleiner, großer Kerl da, ganz alleine, ganz tief versunken, mit diesen Dingern in der Hand und sowas. Ja, genau. So, und welchen Spaß bereitet dir das? Was ist das Schöne an der Carrera-Bahn? Ich finde irgendwie faszinierend. Ich finde die ganze Sache faszinierend, wie man damit dieser alten Technik im Prinzip noch begeistern kann. Ja. Das ist diese Servo, wo man die Spuren wechseln kann, also mit dem Auto auf 2 verschiedenen Spuren fahren kann. Mhm. Ja, und da fährt ein Wagen, stelle ich so einer, der nicht rausfliegt, immer so schön langsam rumfährt und der andere, ja, der bin ich dann eben, ne? Ja. Da kannst du dich richtig lange mit beschäftigen. Ja, stundenweise. Stundenlang. Aber du machst es alleine oder fährst du auch schon mal mit jemandem zusammen rennen? Traue ich mich nicht. Warum nicht? Ja, die Leute erklären mich dafür bekloppt. Wer weiß das denn? Ja, im Prinzip nur meine Frau. Ne? Deine Frau weiß das und die hat da Verständnis für? Ja, Verständnis bedingt. Wir kriegen ab und zu mal Ärger, wenn ich hier die ganzen Ecken jetzt so baue und wenn sie nicht an den Ofen kommt oder an den Staubsauger kommt und dann über meine Schienen fällt. Ne? Aber sie könnte doch mit dir spielen. Ich meine, fahren. Sie wird den Teufel tun. Hat sie keine Lust drauf? Nein, absolut nicht. Ja, also da ist die beste Lösung. Es muss schnell Nachwuchs her. Ja, ist ja geplant. Ist schon geplant. Ja, ich sag, im August erwarten wir was. Ja, wunderbar. Leider kann der Arzt noch nicht sagen, was es wird. Also und du würdest ja, ich gehe davon aus, dass du dir einen Jungen wünschst. Richtig. Obwohl manch ein Mädchen auch Carrera liebt. Ja, klar, aber ich denke mal, bei Jungs ist auf jeden Fall die Begeisterung eher zu finden, als vielleicht sein. Bei Mädchen. Ne? Wann werdet ihr? Da freue ich natürlich richtig drauf. Wie? Da freue ich mich natürlich richtig drauf. Ja, das glaube ich, ja. Nur soll es ein Mädchen geben, naja, ist die Enttäuschung vielleicht ein bisschen da, aber ich will es auch nicht sagen, dass die Enttäuschung dann da ist. Nur mein Ding ist dann, wenn dann Freunde zu uns kommen und die ganze Sache ist ja aufgebaut, dann muss ich mal Ausreden erfinden, warum diese Carrera-Bahn hier steht, denn... Welche Ausreden? Was sagst du dann? Ja, ich sage jetzt von meinem kleinen Neffen, der war jetzt letzte Tage hier und haben wir noch nicht abgebaut und der kommt morgen wieder. Und das ist natürlich eine Peinlichkeit für mich, der ich mir nicht stellen möchte. Warum ist einem das eigentlich peinlich? Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wenn ich im Prinzip ist es ja überhaupt nichts Schlimmes, ne? Du hast Spaß dran und wahrscheinlich bis ins hohe Alter. Ich gehe davon aus, dass du vielleicht mit 79 auch noch Carrera fährst, mit Begeisterung, mit deinen Enkeln. Ja, was ist da peinlich? Dann ist doch scheißegal. Ja, ich traue mich der Situation, mich zu stellen, weil wenn ich zum Beispiel hier mal in der Stadt ins Kaufhaus gehe, also ein riesen Spielwagenkaufhaus hier bei uns, da habe ich eine Leidenschaft für diese kleinen Wiki-Modellautos. Das sind diese Plastikautos, die dann zur Eisenbahn gehören. Mhm. Und das ist dann eine Sammelleidenschaft, sondern keine Spielleidenschaft. Mhm. Und immer so neue Modelle wie... Meinetwegen der neueste Mercedes, der rausgekommen ist, den kaufe ich mir dann. Ne? Mhm. Das ist in der Vitrine. Also Klaus, ich wünsche dir den Nachwuchs, den du haben willst. Und wenn das nicht klappt, dass vielleicht auch dann ein Mädchen Spaß an der Rennbahn hat. Und bis dahin, lass deiner Leidenschaft noch freien Lauf. Jürgen, ich danke dir. Alles Gute, und tschüss. Und nochmal Kompliment an deine Sendung. Ne? Danke, ciao. Armin, nicht 23, genau umgekehrt, 32. Ja, hi Domian. Hi. Morgen. Morgen. Ich werde nicht erwachsen, du auch? Ja, so halbwegs. Ja, bei mir ist das, ich stehe total auf Sesamstraße. Auf Sesam? Ja. Auf Sesamstraße. Die alten amerikanischen Figuren hier, Grobi, Oscar und Professor Hastig und so. Ja. Die finde ich total kult.
Wo läuft das denn überhaupt im Moment noch? Ja, bei euch am WDR. Im WDR? Ja, peinlich, ich weiß nicht. Und wann denn? Um wie viel Uhr? 14 Uhr nachmittags. Ja, da schlafe ich aber noch. Dann ist das ja Ja, ich muss ja auch arbeiten. Ich nehme da Ben auch wieder Rekorder auf. Ja. Und dann spule ich das halt nur vor, den deutschen Mist weg. Ja. Bis halt die alten amerikanischen Figuren kommen hier. Lulatsch, Grobi, Ernie und Bert und ja. So. Und das finde ich total super. Ich muss ja sagen, du bist ja ein bisschen jünger als ich oder einiges jünger als ich. Ich habe Sesamstraße gar nicht mehr mitbekommen, so als Jugendlicher. Das hat mich dann, die gab's in der Anfangszeit nicht, ja. Und hinterher hat es mich nicht mehr interessiert. Aber das ist doch diese Geschichte, wo dann gewisse Figuren über den Hof gehen und sagen, do you want to buy an A? Ne? Ja, genau, so genau. Ah, ich bin da schon informiert, ja. Ja, und dann halt die üblichen Witze für Kinder, so, ne, also so Erklärungen halt. Schämst du dich denn auch dieser Leidenschaft, so wie wir es gerade gehört haben von Klaus? Nee, also ich habe sogar T-Shirts, wo Ernie und Bert drauf sind und sowas. Aha. Und ich meine, meine Freundin sagt zwar, ich bin ein bisschen verrückt, aber der vierjährige Sohn, der findet es auch schon ganz lustig, der lacht immer, als wenn die Ja, ihr könnt euch ja wunderbar dann verstehen miteinander und über die neuesten Gags. Was ist denn der netteste Gag oder der coolste Spruch von Ernie zum Beispiel? Oh, wow, da gibt es so viele. Sag mal an. Ich finde, am besten finde ich den Lulatsch, das Monster. Aha. Die finde ich tausendmal noch besser, die zotteligen Typen. Aha. Und wenn die dann halt so ausrasten und die Lacher davon und so weiter, das ist das Krasseste überhaupt. Würden wir so klar ausdrücken und könnten wir sagen, dass es deine Lieblingsfernsehsendung ist? Sagen wir mal, nach Domian eventuell ja. Das höre ich sehr gerne. Du schaust es dir denn jeden Tag an? Nee, jeden Tag nicht, aber wenn ich Zeit habe und wenn der Videorekorder wieder ganz ist, wird es doch wieder aufgenommen. Im Moment. Wie alt warst du, als du auf diese Serie gestoßen bist? Oh, da weiß ich nicht mehr, was man so 6, 7, 8, damals um den Dreh rum. Und weil ich habe kaum noch Erinnerungen an früher so. Bis heute, 32 Jahre alt, bist du der Serie treu geblieben? So hin und wieder, aber ich finde das total cool. Früher gab es ja noch die Comics von der Sesamstraße, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Gab es denn zwischendurch mal so eine Phase, also wo du dann so in der Pubertät, dass du gesagt hast für dich, ach, das ist Kinderkram, mag ich. Ja klar, eine Zeit lang, war halt Jahre überweg, so gar nicht mehr dran gedacht. Aha. Nur halt, kam wieder neu auf und so und finde das total cool. Mhm. Genauso wie so, ich weiß nicht, ob du die Alfred-Neumann-Hefte kennst. Nee, kenne ich nicht. Mad-Hefte heißen die. Ach, Mad, ja. Alfred E. Neumann. Von Herrn Feuerstahl. Genau. Ne? Ja, klar. Finde ich auch total cool. Die hast du hunderten hier gebunkert im Schrank. Ja. Und wenn ich da ab und zu mal reingucke, da laufen mir die Tränen die Wangen runter verlachen, weil so eine Scheiße da drin steht. Ich glaube, ich war da ein bisschen einfacher gestrickt vorher. Ich habe immer Fix und Foxy gelesen. Ja, aber das kenne ich auch noch von früher. Aber da habe ich keinen Bock mehr drauf. Fix und Foxy, das ist vorbei. Sesamstraße ist angesagt. Und die bleibt auch eine ganze Weile noch angesagt. Ja, bestimmt. Also wenn ich wieder neue T-Shirts entdecke mit neuen Motiven, auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Danke für deinen Anruf. Alles Tschüss klar. Allen. Ciao. Ciao. Jetzt haben wir die Tina, die ist 44. Tina. Ja, hallo Domian. Hallo Tina, hallo Domian. Toll. Du wirst auch nicht erwachsen, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ja? Ja, aber wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Naja, man sagt von mir, ich würde nicht erwachsen werden. Warum? Naja, ich sammle Plüschtiere und ich schwärme für Sänger und für Schauspieler. Ja, das ist ja normal. Also es gibt ja auch gewisse ältere Leute, die für Sänger schwärmen. 44. Mit 44 hat das nicht mehr normal zu sein. Doch, da schwärmen die Leute aber auch noch für Sänger und Schauspieler. Na klar. Nö, darf ich aber nicht. Es sei denn, wie? Darf ich aber nicht. Warum darfst du das nicht? Ja, weiß ich nicht, man sagt mir das. Wer sagt das denn? Das wäre zu kindisch. Ah, für welche unter Sänger? Mein Sohn. Für welche Sänger und Schauspieler, das ist ja die Frage. Schwärmst du denn? Schauspieler Rolf Bauer zum Beispiel, Ralf Bauer zum Beispiel. Ja, das ist doch okay. Sieht süß aus, ne? Ja, das ist ja. Also das finde ich völlig okay, das ist gar nicht. Sänger Bon Jovi. Ja, ist doch wunderbar. Also, wenn du jetzt auf die Backstreet Boys unbedingt stehen würdest, dann würde ich ja sagen, ja, geht so. Den Nick finde ich ganz niedlich, aber der wäre zu jung für mich. Und Plüschtiere sammelst Plüschtiere, du? Plüschtiere, ja. Wie viele Plüschtiere hast du denn? Über circa 50. 50. Welche sind das? Was sind das für Plüschtiere? Alles. Alles. Von einer Maus über einen Maulwurf. Ich habe eine Eule, ich habe einen Esel, ich habe Teddys. Ich habe Hasen, ich habe praktisch alles. Und wenn mir jemand eine Freude machen will, dann bringt er mir ein Plüschtier mit. Was machst du denn mit den Plüschtieren? Ja, die stehen bei mir zum Beispiel auf dem Regal. Aha. Das sind doch meine Katze sich dazwischen, dann muss man genau gucken, was ist. Aber das sind doch Staubfänger, sage ich jetzt mal so aus Hausmann. Ja, so einmal in der Woche, einmal im Jahr kommen die in eine Waschmaschine. Aha. Und dann geht das wieder. Nimmst du die auch mit ins Bett? Naja, ich muss zugeben, ich habe einen Eisbären, bei dem habe ich das mal so ab und zu gemacht. Aha, ein Eisbären? Da wird dann meine Katze neidisch und die will nämlich auch spielen. Du hast einen Sohn? Ja. Wie alt ist der? 21. 21? Ja. Und der findet die Mutti kindisch? Ja, der findet das kindisch. Alles? Ja. Sag er, wie kannst du nur? In deinem Alter.
Das ist natürlich ziemlich albern. Da muss ich dich jetzt in Schutz nehmen, ja. Ich meine, mit den Schauspielern finde ich immer völlig okay. Also das ist glaube ich, nur wirklich keine Sache des Alters. Ich werde ihm die Kassette vorstellen. Mit den Plüschtieren, naja gut, das ist Geschmackssache. Also, das hat angefangen damit, dass ich meinen Sohn bekommen habe. Also der ist schuld letztendlich. Ja, eigentlich ja. Ja, warum? Und als er dann älter wurde, ich fand das zu schade, die wegzuschmeißen oder abzugeben, weil das sind ja alles Erinnerungsstücke. Ach, die hast du ihm gekauft, diese Plüschtiere? Ja, damals, ne? Ja. So, und da hat das dann angefangen. Dann habe ich die ersten hingestellt, dann kamen die nächsten. Mhm. Ach, hast du da Plüschtiere? Mhm. Ich habe auch noch welche. Willst du die haben? Mhm. Vor einem Jahr zog eine Freundin von mir um. Die hat 3 Kinder. Mhm. Und die sagte, hör mal, ich sortiere ein paar Plüschtiere aus. Willst du haben? Mhm. Nur mein Sohn ist am Meckern. Wohnt der Sohn denn noch bei dir? Nein, der liegt in Mönchengladbach. Ach so, ja, dann ist es auch egal. Naja, trotzdem. Ja. Also, ich finde das peinlich. Seine Mutter stammt für Sänger und Schauspieler und damit auch noch Plüschtiere. Also Bon Jovi und Plüschtiere. Tina, ich find's okay. Viel Spaß mit deinen Plüschtieren. Ja, Domian, ich würde dir jetzt auch nur sagen, dass du eine tolle Sendung machst. Danke. Aber das ist wahrscheinlich schon langweilig für dich, oder? Nein, aber ich freue mich natürlich immer wieder, auch wenn es oft gesagt wird, ist das natürlich eine tolle Sache. Und man darf dann nicht sagen, ich habe es schon so oft gehört. Das ist natürlich ein schönes Kompliment und wir wissen das alle zu schätzen, wirklich. Dass ihr uns so lobt. Vielen Dank. Okay, tschüss, Tina. Mike. Ja, hallo? 22. Ja, genau. Ich werde nicht erwachsen. Ja, ich werde nicht erwachsen. Das heißt, ich werde nicht... Oh, Entschuldigung, jetzt fährt hier gerade ein Auto. Ich habe gerade Nachtschicht im Parkhaus. Nachtschicht im Parkhaus. Ja, also es ist so, ich habe eigentlich mehr Angst vorm Älterwerden. Also das mit dem Erwachsenwerden, ich meine... Also so mit 22 Jahren kann ich das wirklich nachvollziehen. Nein. Da kommen schon die ersten Runzeln, ne? Die Haare werden grau. Nein, aber es ist einfach so, mein Umfeld besteht eigentlich mehr so aus Leuten, die schon, ich sag mal, ab 30 aufwärmen. Mhm. Und da ist einfach die Sache, die sagen auch selber, Mensch, das sieht doch blöd aus, wenn so einer in meinem Alter in die Disco geht und wenn du noch die 2 vorne dran hast, so 29, 28 ist ja noch schön, aber ab 30 und da wirst du ja so alt und da, ich fahre dann richtigen Paranoia-Film, das macht mir richtig zu schaffen irgendwie, weil ich denke mir, wenn ich die Leute reden höre, ich bin natürlich schon so ein bisschen das Nesthäkchen in dieser Clique, sage ich mal, und wenn ich die Leute reden höre, dann frage ich mich immer, Mensch, Junge, Mensch, Mike, redest du in 7, 8 Jahren, redest du genauso, kriegst du genauso ein Paranoia von? Weil ich verstehe die Leute nicht. Das sind Leute, die sehen auch alle noch ganz frisch aus und alles. Nur es ist einfach so, wenn ich die Leute rede und die reden alle so, dann denke ich einfach so, also ich passe mich da so ein bisschen an, das prägt so ein bisschen, verstehst du das? Also es ist im Prinzip gar nicht dein Gefühl, sondern du kriegst das immer erzählt bekommen und hast Angst, dass du das übernimmst irgendwann. Ja, klar. Ja, ist natürlich Banane, ne? Ja, natürlich. Also du kannst mit 30 oder 35 genauso irgendwie auf die Rolle gehen oder mit 40 oder mit 50 mit 22. Ist klar. Das ist klar. Aber irgendwie ist es natürlich so, dass man schon darauf achtet, was die anderen sagen und so. Mhm. Weil irgendwie, das prägt natürlich schon das Umfeld. Also ich sehe das, ich bin schwul und mein Freund, also der ist wesentlich, wesentlich älter als ich, der ist 34 und also wenn ich das Ich sehe das auch und der sagt auch, ja, so jung und knackig und ich kann mich ja mit dir zieren und sowas, weil du so ein Junger bist, alle anderen haben ja Eltern. Ich frage mich immer, also ob man sich da wirklich nicht so sehr anpasst. Ich hoffe, dass du diese blödsinnige Meinung nicht übernimmst und dass du in 10 Jahren mit 32 oder in 20 Jahren dass du in 10 Jahren mit 32 oder in 20 Jahren mit 42, dass du da noch genauso deine Dinge so machst, wie du sie gerne willst. Und wenn du dann in irgendeine abgefahrene Disco gehen möchtest, wo eigentlich nur junge Leute hingehen, tu es. Ich hoffe, dass sich das so entwickelt bei dir. Ja, ich weiß natürlich schon, dass das dumm ist, aber ich meine, ich sag mal, das ist so wie mit, ich bin Raucher, ich weiß auch, dass Rauchen ungesund ist, aber ich tue es trotzdem. Man nimmt automatisch so die Meinung der anderen Leute an. Nein, darfst du nicht. Geh radikal dagegen vor. Und man soll auch nicht auf die Meinung anderer Leute Wert legen. So. Das sind alles so Sachen. Ich meine, das ist richtig. Auf jeden keine Fall. Angst vom, keine Angst vorm Älterwerden, Mike. Ich spreche aus Erfahrung. Ja, nur alles, ich sehe das auch. Also ich bin alles Gute. Ich bin der Jüngste bei uns in der Familie. Ja. Ich habe eine Frage, Jung. Also ich habe ein großes Hobby, das ist Singen. Ja. Und mein größter Wunsch war mal, klingt banal, aber im Radio ein Lied singen. Darf ich einmal kurz was anstimmen? Das gehört jetzt nicht zum Thema. Da ich aber gerne Leute singen höre, würde ich sagen, warum nicht? Ich klicke dich raus, wenn es zu krass wird, okay? Okay, dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Abend. Ja. Mensch, ich bin ganz aufgeregt. Also das ist von Michael Jackson, Heal the World. Ja. Also ich lege jetzt mal los. Ja, leg mal los. Ja, nun, mit Lachen kommst du nicht weiter. Hallo? Ja. Ist wohl nichts. You and for me and it's
ich bring das nicht. Ich rufe später nochmal. Okay, Mike, ciao. War ja ein bisschen albern, ne? Dennis, 20. Hallo. Hallo Dennis, 20 Jahre alt. Jo, ich baue mit Lego. Du hast zu dem Thema angerufen. Wie bitte? Und du hast zu dem Thema angerufen. Ja, weil ich baue mit Legos. Ich bin gerade ein größeres Projekt zu bauen und baue mir gerade ein Bettgestell aus Legos. Nein, ein Bettgestell? In dem du hinterher auch schlafen willst? Ja, aber das ist halt schwer mit der Matratze zu finden und sowas. Ja, im Ernst, das kann man. Das hält das richtig aus. Man muss halt mit dicken Platten arbeiten und mit den größeren Legos, aber sonst geht es. Welche Maße wird dieses Bett haben? Ich habe jetzt 2 Meter mal 1,60 Meter, also es sollte schon ein Doppelbett werden. Ein großes Bett. Und das kann man auch so stabilisieren, dass das nicht zusammenbricht. In der Mitte muss man alles voll mit Legos machen. Mhm. Aber es ist halt, also ich sag mal so, die Maße, ich kann auch noch davon abweichen, aber so wollte ich es eigentlich ganz gerne haben. Wie weit ist das Bett denn schon entstanden? Ich sag mal so, die Grundrisse habe ich so, aber also ich weiß nicht, ob ich es so lasse, ob ich es nochmal ändere oder sonst was. Also Grundrisse heißt, du hast die Grundstruktur ist gebaut schon? Ja. Oder ist es nur ausgedacht? Nein, also die Grundstufe habe ich schon so gebaut, hast aber da gebaut. Fehlen immer noch an Ecken und Enden, da fehlt immer was und da kann man es verbessern. Da musst du und doch irrsinnig... Eigentlich auch farblich so gleich haben. Ja, wie sieht's farblich aus? Also ich wollte unten weiß und dann halt immer verschiedene Farbschichten, so wie ein Regenbogen oder so, ich weiß noch nicht, weil ich habe erst die unterste Schicht und deswegen. Ist das denn jetzt, unsere Sendung heißt ja, ich werde nicht erwachsen. Heißt, ist das jetzt wirklich so ein völlig schräger Spieltrieb von dir, den du aus deiner Jugend und Kindheit mit rübergenommen hast? Oder ist es eher jetzt so fast so eine Designer-Idee? Nee, das ist schon so eine Idee, weil ich habe früher halt so ganz früher mit Legos, wie man es halt so bekommen hat, ganz früher Legos bekommen und so. Also was denn, eine Idee oder der Spieltrieb von früher? Der Spieltrieb von früher. Der Spieltrieb von früher. Ich habe noch einen Freund, einen Rüdi. Den Rüdi? Und der, wir zwei eigentlich so, dem seine Freundin ist das nicht so recht. Ihr beide spielt immer Lego, ihr beiden. Also schon so, ja. Das ist ja fast schon süß, wenn ich mir das vorstelle. Ihr beiden trefft euch dann und baut euch Lego-Häuschen. Ja, dem seine Freundin ist das nicht so recht. Das glaube ich. Ja. Die kann das wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Nein, man kann so viele Sachen daraus bauen, das ist echt faszinierend. Was hast du denn alles schon gebaut, so außer dem Bett jetzt? Also wir haben ein größeres Haus gebaut, also das war 1 Meter mal 80 Zentimeter. Also ihr beiden dann im Kinderzimmer, stelle ich mir so vor. Wohnst du zu Hause noch? Nee, ich bin ausgezogen. Du bist ausgezogen, also in deinem Zimmer. Baut ihr dann so ein großes Haus? Ja, leider immer nur bei mir. Und wenn wir es dann abbauen, sieht es auch immer so aus. Also ihr baut das Haus dann und wenn es denn gebaut ist, was macht ihr dann mit dem Haus? Wird ein Foto gemacht und es kommt ein Album. Aha, also es wird dann gesammelt quasi, ne? Es wird festgehalten für die Ewigkeit. Ja. Was ist denn das für ein Spaß? Beschreib mal diesen Spaß. Also einmal erstmal das Plan. Also man setzt sich was, wir setzen uns immer zusammen, überlegen uns, was bauen wir. Und dann das auch wirklich in die Realität umzusetzen. Wir malen auch erstmal immer was und zeichnen, wie wir es machen können. Und also richtig, der Spaß so am Konzipieren, ne? Genau. Was unterhaltet ihr euch währenddessen? Also wenn, dann wird nur unterhalten, ja, mach mal da ein bisschen besser. Also guck mal, das könnten wir da noch ein bisschen besser machen. Und die Fenster vielleicht ein bisschen größer oder sonst was. Aber jetzt sind wir am Bett halt. Es ist ja schon ungewöhnlich für 20-jährige Jungs, das zu machen. Schämst du oder ihr euch deswegen, so bei anderen Freunden? Nö, weil ich denke mir auch, das ist was Technisches dabei. Klar. Und das kann nicht jeder. Willst du Ingenieur werden? Nee, ich bin nicht Ingenieur. Was? Ich arbeite bei der Bank. Bei der Bank, ist ein bisschen was anderes dann. Ja, vielleicht so ein bisschen Ausgleich dazu. Nochmal auf das Bett zurückzukommen. Wie viele Lego-Steine braucht man denn dafür? Das haben wir noch nicht so richtig. Diese Sendung übrigens wurde gesponsert von Lego. Ich merke schon, das Wort fällt zu viel heute Abend. Wie viele Steine? Ich weiß es, ich kann es dir nicht sagen. Also ich habe genug Lego-Steine, also von meinem Vater und von früher, also alles gesammelt. Was kostet dann so ein Bett? Kannst du das über den Daumen sagen? Ich denke mal, das geht in die 1000. In die 1000D wahrscheinlich, ne? Ja. Du musst dann aber hinterher ein ganz normales, so ein Lattenrost drauflegen. Ne? Das, ja, müsste ich. Das musst du dann ja. Ne? Ein Bett aus Legostein, das baut sich Dennis zusammen mit seinem Freund, aber für dich und deine Freundin. Wenn ich mal eine hab. Achso, du hast ja keine. Genau, der Freund hat eine Freundin, ne? So ist das. Danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss, Dennis. Tschüss. Tschüss. Frank ist 31 und jetzt am Telefon. Hallo Frank. Hi. Hi Domian. Ja. Ja, mein... Lieber Frank, 31 Jahre, das pass mal auf. Alles, ne? Hallo. Jetzt mach erstmal den Fernseher oder das Radio ganz leise. Ja, haben wir schon. Dass ihr das nie kapiert. So, jetzt zu dir.
Ja, mein Alter ist das Problem. Ich bin zwar 31 Jahre alt, aber ich fühle mich nicht so. Wie fühlst du dich denn? Ja, wesentlich jünger und ich bin auch jünger. Also sehe auch jünger aus, ja, sag ich mal so. Ne? Wie fühlst du dich denn? Ich sag mal so, ich fühle mich so, sag ich mal, 20 Jahre alt. Wie fühlt man sich mit 20? Ja, das habe ich vor 11 Jahren mich gefragt. Wie fühlt man sich mit 30, sag ich mal so, ne? Mhm. Ja, wenn du heute mit 31 sagst, ich fühle mich wie 20, was ist denn das für ein Lebensgefühl, was du dann hast im Moment? Ein super Lebensgefühl. Super. Ja, klar. Aber ich sag mal so, deswegen rufe ich auch nicht an. Also ich sag mal so, ich bin 31 Jahre alt und wenn ich irgendwo hingehe, sag mal Diskotheken oder Kinos und gehe dann Film für 18-Jährige rein, dann fragen die mir einen Ausweis. Und meine Frau, die ist 25 und die geht so durch. Ist das dann ein ernsthaftes Problem, dass du dich dann schon sehr genervt fühlst, wenn alle dich so jung einschätzen? Ja gut, dann hat es seine Vor- und Nachteile, sag ich mal so, ne? Ich sag mal so, in Diskotheken und Kinos und sehr wahrscheinlich auch in Kneipen, ich hab zwar einen Nachteil, aber ich sag mal, bei jungen Frauen ist das natürlich was anderes, ne? Bei jungen Frauen? Ja, ich sag mal so, ich habe da jemand vor kurzem gehabt, die ist 15 Jahre alt gewesen, habe ich einen Kollegen kennengelernt. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass du verheiratet bist? Ja, richtig, klar. Das ist ja gerade das, was ich meine. Ich wollte gerade erklären, mit dem 15-Jährigen da. Ich habe dir erklärt, dass ich verheiratet bin, mittlerweile schon 5 Jahre und auch 11 Jahre mit der Frau so zusammen bin. Also diese ganz Junge hatte sich in dich verguckt, in der Annahme, dass du auch noch so sehr jung bist. Richtig, genau. Und die wusste nicht, dass ich schon so alt bin. Hast du mit der was angefangen? Nein, mit Sicherheit nicht. Das nein. Nun kann man auf dich ja sagen, ich werde nicht erwachsen. Äußerlich sehe ich immer noch relativ jung aus. Wäre es denn dein Traum, doch irgendwann äußerlich dann auch so zu altern, dass man so dein wirkliches Alter auch erkennt? Wäre das dein Traum? Oder hast du da auch ein bisschen Angst vor? Nein, überhaupt nicht. Also ich wäre froh darüber, ein Tagebart oder mittlerweile ein Vollbart bekommen würde, ne? Außer ein Oberlippenschmolzer, wo in der Mitte was fehlt und ein bisschen Bartansatz ist nicht bei mir. Und das ist ein ganz großes Problem. Ich meine, wenn ich irgendwo hingehe, dann fragen die mich im Alter und wenn ich sage, ich bin 31 Jahre alt, die gucken mich so blöd an. Weißt du, manchmal, gerade bei Leuten, die so sehr jung aussehen, da passiert es unter Umständen, so mit Mitte 30, dass sie ganz schnell irgendwie so einen Alterungsschub bekommen. Und dann wirklich dann entsprechend alter aussehen oder älter aussehen. Vielleicht wird das bei dir auch passieren. Kann sein. Vielleicht. Ich will dir mal so ein bisschen Hoffnung machen. Kann möglich sein. Aber es ist auch nicht so ein ganz großes Problem für dich, ne? So richtig leidest du da ja nicht drunter. Ja, geht so. Geht so. Geht so. Frank, der nicht erwachsen wird. Rein richtig, äußerlich. Genau so. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Ja, ich wünsche auch was Gutes. Tschüss. Tschüss. Sven, 21, rufen so viele Junge an. Hallo Sven. Ja, hi. Ich bin's, der Sven. Ja, das mit dem Erwachsenwerden, das trifft bei mir ja nur gar nicht zu. Ich bin halt 21, und ich kleide mich halt immer noch so wie als kleiner Junge. Und das heißt, ich trage auch noch. So, bitte? Ja, in der Grundschule habe ich immer so gebartigte Latzhosen tragen müssen, ne? Ja. Ja, und heute trage ich sie freiwillig. Warum? Und warum? Weil ich halt so die andere Normalo-Kleidung beziehungsweise die reife Kleidung total öde finde. Die ist total eintönig. Also ich bin auch Busfahrer. Ja. Das heißt, ja klar. Man steigt dann in irgendeinen Bus ein und dann sitzen da die ganzen Leute rum und tragen total eintönige Klamotten, farblich gesehen. Ich habe heute auch, siehst du mich im Fernsehen? Nee. Nee, da kann ich dir leider nichts zeigen, was ich jetzt zeigen wollte. Was hast du an? Bist du total eintönig, ja? Nein, ich wollte dich fragen, wie du mein T-Shirt findest. Ich sehe es leider nicht. Kannst du leider nicht kann sehen. Kann ich dich sagen. Und außerdem finde ich, kennst du Puh der Bär? Puh der Bär, ja, den kenne ich. Und ich finde den Tigger, der ist absolut cool. Der kann was. Der kann auf jeden Fall was. Sag mal, Sven, wenn du Busfahrer bist, dann musst du doch da ziemlich eintönige Kleidung anhaben, ne, während des Dienstes. Nein, ich bin nicht Busfahrer, sondern ich fahre noch mit dem Bus. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Ja, nee, und deshalb
sieht man noch die Leute in den alten Klamotten und eben zu meinem Vorsprecher, also der noch so jung aussieht, das ist bei mir genau andersrum. Also ich bin nicht gerade klein, nicht gerade dünn und habe auch schon bin halt Teilbartträger, habe halt so ein Kinnbart. Und ab und zu, wenn es halt auch spät geworden ist, eine sautiefe Stimme. Also du siehst schon entsprechend fast älter aus als 21. Wesentlich älter. Jetzt sag mir mal noch, du hast gerade gesagt, du trägst diese Latzhose, so wie du es früher als Kind getragen hast. Was hast du denn noch an Kleidung von früher, die du heute... Man hat mich eben gefragt, was ich heute getragen habe. Also ich habe heute rote Schuhe, eine grüne Jeans und ein total weißes Hosenhemd getragen. Poppig ist das doch. Ja, das ist poppig, ne? Ja. Aber ist das kindliche Kleidung auch? Ist ein bisschen schräg, aber... Also ich denke mir mal, es ist fröhlich, ne? Es ist fröhlich, ja. Und Kinder sind fröhlich. Du hast ein kindliches Gemüt. Ja, so kann man es sagen. So kann man es echt sagen. Auf jeden Fall. Ist es denn auch so, dass du darauf bedacht bist, auch so mental, geistig halt schon jung zu sein und jung zu bleiben? Jung zu bleiben, weiß ich nicht. Also ich hatte auch tierisch Panik, 18 zu werden. Mhm. Dann hatte ich auch tierisch Panik, 21 zu werden. Nur das hat sich nachher als totaler Humbug rausgestellt. Mhm. Denn ob jetzt so auf dem Ausweis her sichtbar ist, dass ich 18 oder 21 bin, das ist sowas von egal. Mhm. Wenn du an deinen 30. Geburtstag denkst, was für Gefühle hast du da? Doch jetzt schon irgendwie wieder grauen, ne? denn es gibt halt den Spruch, traue keinem über 30. Über 30, ja. Ja. Also dann bist du schon schwer alt, wenn du 30 bist, glaubst du. Ja, also ich bin jetzt 21. Aber ich glaube, du wirst so poppig aussehen, auch mit 30, wenn du jetzt so drauf bist. Es wird noch einige Veränderungen geben, aber es wird so bleiben. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss, Sven. Annette, 35. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Annette, hallo, guten Morgen. Also, ich werde nicht erwachsen. Ich will auch nicht erwachsen werden. Ich bin mittlerweile 35, wie schon gesagt. Ja. Aber ich will es nicht. Ich mache heute noch mein Klingelmännchen. Du machst Klingelmännchen? Das finde ich total cool. Sehr sympathisch. Ja. Sehr sympathisch. Finde ich total süß. Erzähle uns deine letzte Klingelmännchen-Aktion. Och, du warst letzte Woche Samstag, also Sonntagmorgen schon, ne? Du warst also ein bisschen betrunken, kamst aus der Disco? Nee, ich brauchte keinen Alkohol für. Nein, wollte ich auch gar nicht unterstellen, aber es war irgendwie nach einer Nacht. Irgendwie. Ja, klar, sicher, auch so, wenn ich nur so spazieren gehe oder so. Dann klingelst du ab und zu mal kurz und machst die Sause dann. Ja, ganz ruhig durch, Reihe durch und dann ganz schnell weglaufen. Bist du denn schon mal erwischt worden? Als 35-jährige Frau ist das ja unter Umständen dann sehr peinlich. Ach Quatsch, das würde mich überhaupt nicht stören. Nee? Also bist du erwischt worden? Nee, noch nie. Also du hast Spaß am Klingelmännchen. Ja, ich gehe auch in Diskotheken, so wie der eine da vorhin gesagt hat. Also nee, ich möchte diesen Schub, wo du gesagt hast, den möchte ich gerne nicht haben. Ja, ja. Mit dem Älterwerden. Ja. Auch so rein gesichtsmäßig bin ich auch ziemlich jung. Mhm. Und zu mir sagen sie auch immer, wie alt bist du? Nee, ne? Also du hast ja so eine Albernheit bewahrt auch. Ja, kann man ich bin so sagen? Total albern. Auch so auf Kirmes, ich kenne die Leute nicht, kipp die einfach hinten auf die Schulter, andere Seite und gehe eine Seite, ne? Haben die drehen sich um und ist hinter denen irgendjemand, ne? Ja, ich verstehe, ja. Ich finde das total super. Bist du denn von deinen Freunden schon mal angemacht worden und haben gesagt, sei doch nicht so kindisch, Annette, ist ja schrecklich. Ja, meine Nichte, die sagt ab und zu, sagt sie, mit mir ausgehen oder so, schämt sie sich für mich, weil ich so bin, ne? Hast du einen Freund zurzeit? Nee, will ich auch gar nicht haben. Willst du gar nicht haben? Nee. Warum nicht? Ich bin immer so, immer so sagen, ich nehme Männer so wie Toilettenpapier. Na, was ist das denn für eine Einstellung? Ja, einmal benutzen, dann weg. So bist du drauf, Annette? Ja. Mann, wie bist du denn zu der Auffassung gekommen? Ja, Männer taugen ja eigentlich nichts. Pfui, das will ich aber gar nicht hören. Doch, du bist ganz niedlich. Das ist aber nett. Finde ich ganz toll. Doch. Also mich würdest du nicht wie Toilettenpapier benutzen? Nee, ich hätte längere auch schon. Nicht vor der Bettkante stoßen. Nee. Jetzt werde ich schon wieder ganz verlegen hier. Ja, ne? Mensch, Annette. Also mit den Männern, das geht immer so ganz ruckzuck und schnell. Bist du denn, wenn du denn mal einen Mann hast, da auch bei denen so albern? Nee. Da bist du die Grande Dame. Ja, sowieso. Die Femme Fatale bist du da. Was? Ja, muss ja auch was bieten, ne? Ja, klar. Wann hast du deine letzte längere Beziehung gehabt?
Will ich gar nicht. Willst du gar nicht haben? Nein, will ich nicht. Also du behältst hier deine Kindlichkeit, ne? Und du denkst auch, das wird bis ins hohe Alter so sein. Ja, so mit 50, 60 möchte ich ja vielleicht mal heiraten. Ja, gute Zeit. Ja, so mit 5, ich auch, mit 70 ne? vielleicht das erste Kind kriegen. Ja, warum nicht? Es sind genug Kinder im Heim, ne? Ja klar, sicher, natürlich, ja. Und die freuen sich immer gerne, ne? Ich bin gespannt, ob du dann im hohen Alter auch noch Klingelmännchen machen wirst. Mit Sicherheit. Ja. Ja, also Vorsicht, ja ganz toll. Vorsicht vor den Alten, muss man dann sagen, in ein paar Jahrzehnten. Ach was, nee, kann ich gar nicht. Ich tue mich auch gerne mit Jugendlichen unterhalten. Ja. Und die Jugendlichen, die rufen mich immer mitten in der Nacht auch an und ach, was kann ich machen, was kann Also ich du tun? Hast auch viele junge Freunde. Ja, die viel jünger sind als du. Hast du denn auch Freunde in deinem Alter, Frauen, Freundinnen? Ja, sicher, klar. Ist kein Problem. Aber auch wirkliche Freunde, ja. Ne? Nicht so nur diese von hinten rum oder so, ne? Kannst du denn mit den gleichaltrigen Freundinnen auch dann solche Scherze treiben? Ja, klar. Das machen die mit. Ja, die sagen immer zu mir, ich bin bescheuert oder so. Die wissen manchmal nicht, ob ich jetzt Spaß oder Ernst meine, ne? Und dann muss ich sagen, jetzt ist es ernst. Und dann verstehen sie es auch erstmal, ne? Annette, jetzt ist es ernst und wir müssen Schluss machen. Ja, ich leider. Ich danke dir für deinen Anruf und viel Spaß weiterhin. Ja, gleichfalls. Tschüss. Tschüssi. 1.31 Uhr und 40 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Hier ist 1Live Domian, das Talkradio aus Köln vom Westdeutschen Rundfunk, von Radio 1Live und dem WDR Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht heißt, ich werde nicht erwachsen, ich will nicht erwachsen werden. Und ich würde ganz gerne vielleicht mit einem Muttersöhnchen reden. Ein Menschen, ein Mann, der klar sagt, meine Mama ist das Wichtigste in meinem Leben. Und obwohl ich schon 48 Jahre alt bin, wohne ich gerne bei meiner Mama. Und es ist schön, dass meine Mutti mir meine Socken wäscht. Ich will nicht erwachsen werden, ich werde nicht erwachsen. Wer kann das von euch sagen? Und wer hat irgendwie so Eigenarten, die man so als kindlich oder kindisch bezeichnet oder gar albern bezeichnet? Und obwohl ihr schon ein bisschen älter seid, macht ihr das richtig gerne und ihr steht auch dazu. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, Telefonnummer 0130 2911 und die Faxnummer lautet 0130 1151 22. Matthias, 25 Jahre alt. Ja, hallo, grüß dich, Domian. Matthias. Ja, es geht um Folgendes, nicht um meine Person, weil ich ja erst 25 bin, sondern vielmehr um meinen Onkel. Wie alt ist der Onkel? Mein Onkel, der ist 52 vorgestern geworden. Und der wohnt noch bei meiner Oma, das heißt bei seiner Mutter. Und ist absolut das, was man wirklich Muttersöhnchen nennt. Wie ich es gerade gesagt habe. Ja, ganz genau. Wie macht sich das denn da so deutlich? Ja, das sieht so aus, dass meine Oma 4 Kinder hatte oder immer noch hat, darunter meine beiden Tanten und meine Mutter selber, also 3 Töchter und eben halt ein Sohn. Und ich weiß vom Erzählen her, damals von meiner Mutter sah es so aus, dass meine Oma wohl gesagt hat, was die in der Ausbildung verdient haben oder von ihrem ersten Verdienst, musste zu Hause alles abgegeben werden und die bekamen dann dafür die Wäsche gewaschen, durften dann essen und so weiter. Und da haben die 3 Töchter gesagt, ist nicht, das ist unser sauer verdientes Geld und machen wir nicht. Und mein Onkel hat immer alles brav zu Hause abgegeben. Dann haben sich die 3 Mädchen abgekoppelt, geheiratet, Kinder bekommen. Und darüber war meine Oma damals wohl sehr traurig, was meine Mutter mir dann im Nachhinein erzählt hat. Und ich weiß nicht, also ich stelle es mir einfach so vor, dass mein Onkel es einfach dann nie übers Herz gebracht hat, sich von meiner Oma loszukoppeln.
Und oder einfach nicht die, das hört sich so positiv an, das hört sich so nett an. Man kann ja auch sagen, dass er einfach nicht die Power hatte dazu, ne? Den Willen auch. Vielleicht auch nicht, sich allein auf die Beine zu stellen, eigenes Leben zu. Also ich sag jetzt leben. Mal so, seit meiner Geburt, seitdem ich meinen Onkel kenne, ich will mal so sagen, kenne ich ihn eigentlich, ist ein sehr lieber Onkel, muss ich dabei sagen. Es ist nicht irgendwie so, dass ich ihn jetzt negativ darstellen will, aber er ist halt eben der Typ. Matthias, wie sieht denn das da im Alltag aus? Ist das wirklich so klassisch, dass die Mutter ihm alles macht? Und es ist ja auch was Positives. Also meine Oma, muss man dabei sagen, die ist 83. Mhm. Sie ist zwar gesundheitlich jetzt nicht mehr so gut auf dem Damm, sie kriegt jetzt mit den Knochen und so weiter. Obwohl, sag ich mal, für ihr Alter ist er an für sich noch eine fitte Frau. Mhm. Sie sitzt nicht im Rollstuhl, sie geht nicht an Krücken. Also sie hat natürlich auch eine Aufgabe dadurch. Richtig, ne? Dadurch, das ist ja eben der Vorteil. Sie hat dadurch eindeutig eine Lebensaufgabe. Mhm. Die Frau, die steht morgens um 5 Uhr auf, macht ihnen seine Schnitten fertig. Aber was passiert, wir wollen es natürlich nicht hoffen, wenn die Oma mal nicht mehr ist. Das ist es. Dann steht er da. Ne? Dann steht er ganz alleine da. Meinst du, dass er überhaupt einigermaßen ein eigenes Leben hinkriegt? Kann er sich einen Kaffee kochen? Nein. Kann er nicht? Nein. Damals, ich habe mit 15 eine Lehre zum Koch angefangen, die ich abgebrochen habe. Meine Oma ist im Krankenhaus gekommen und dann hieß es nur, Matthias, wir haben auch keine Zeit, fahr du nach Klaus hin, mach du ihm sein Essen. Mhm. Dann bin ich damals, wo meine Oma das Bein gebrochen hatte, zu ihm hingefahren, hab ihm eine Suppe gekocht, dann hieß es nur von ihm, Mama, mach das aber anders. Mhm. Dann habe ich nur gesagt, Klaus, jetzt ess das, was auf den Tisch kommt. Also richtig verwöhnt. Wie ist es denn mit puncto Frauen früher gewesen? Hat er eine Freundin gehabt? Also ich will jetzt, ich sag jetzt mal zu 99%, mein Onkel ist noch Jungfrau. Ist noch Jungfrau. Ja. Mhm. Alleine ist ja auch traurig, ne? Ist eigentlich wahr. Alleine sage ich mal so, ich habe schon mal versucht für ihn dann irgendwie eine Verkupplung zu starten, wo er sein 25-jähriges Dienstjubiläum hatte, waren an für sich nette Arbeitskolleginnen da und es klappt irgendwo nicht, weil die vertätscheln ihn auch ein bisschen auf der Arbeit. Ich kriege das dann vielleicht, immer. Ich meine, das wäre auch eine übliche Konstellation, wenn jemand da so Mama gebunden ist, vielleicht ist er auch schwul. Nee, auf keinen Fall. Fall. 100%. Also, du merkst schon, dass er letztendlich den Frauen nachguckt. Ja, er ist wohl auf Frauen fixiert. Redest du denn ganz offen mit ihm so über Frauen auch? Das ist mehr, obwohl das ist nicht böse gemeint, das ist aber mehr so dieses Vertätscheln. Mhm. So, weißt du, wenn ich dann sage, Klaus, wie sieht's denn aus, die ist doch auch eine ganz hübsche. Ja, die heirate ich morgen. Mhm. Also es kommt dann von ihnen dann auch so ein bisschen mit Ironie runter. Mhm. Und ich finde es ein bisschen schade, um nochmal auf die Arbeitskolleginnen zurückzukommen, weil die vertätscheln ihn auch. Da gibt's dann zum Beispiel eine Geschichte, dass sie gesagt haben, wir haben vorgestern Klaus im Container eingesperrt, in so einem Papiercontainer, und Klaus hat uns dann den Affen gemacht. Aber dazu gehört natürlich auch Klaus, der sich auch gerne vertätschen lässt. Ne? Ja, er ist ja immer so ein Typ. Er ist auch so ein Typ, der sich also wirklich gerne so vertätschen lässt. Auf jeden Fall ist das kein Lebensmodell für dich, ne? Höre ich daraus. Nein. Aber die Gefahr besteht, glaube ich, auch gar nicht. Bei dir. Nee. Matthias, alles Gute. Ja, danke, tschüss. Domian. Mach weiter so, ne? Danke, tschüss. Jo, ciao. Wen haben wir denn hier jetzt? Regina, 53. Ja? Hallo, Regina. Hallo, Domian. Ja. Ich finde es ganz toll, dass ich endlich mal bei dir durchkomme. Du hast so viele Themen, die mich interessieren. Und jedes Mal bin ich bei dir nicht durchgekommen. Aber jetzt? Heute, ja. Heute, das Thema ist gut. Aha. Ich bin 53. Ja. Absolut keine Lust zum Altwerden. Aha. Wie fühlst du dich? Du bist 53. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich cool und gut. Cool und gut. Also man kann das gar nicht an einer Alterszahl festmachen. Überhaupt nicht. Also du würdest... Also ich sehe das mal so. Ich habe eine Menge Kinder. Mhm. Große Söhne. Mhm. Und die haben mich eigentlich immer so recht jung gehalten. Was macht dich denn so jung aus? Was machst du denn für Sachen, die eigentlich Leute vielleicht im Alter von 53 nicht mehr machen? Beschreib dich mal so ein bisschen. Ja, auf Technofäden gehen. Aha, das machst du. Zur Love Parade. Aha, ja. Und so, rümpfen dann die Kiddies die Nase, wenn die Oma da kommt? Überhaupt nicht. Also das habe ich bisher noch nie erlebt, dass da einer sagt, na, was will denn die Alte hier oder so. Ich glaube, macht sich sowieso das Outfit und so weiter, kommt ja noch mit dazu. Also du hast dann auch grüne Haare? Und Nein, das nicht. Die sind blond gefärbt. Also siehst du äußerlich relativ normal aus. Oder aufgeschrillt. Bist du eine aufgeschrillte 53? Nee, auf keinen Fall. Nee. Also das ist alles stinknormal. Ich finde das ja auch eigentlich schön in dieser Techno-Szene, dass man da überhaupt nicht aufs Alter guckt. Das ist denen scheißegal. Ne? Da können 70-Jährige und 17-Jährige sein. Hauptsache man hat Spaß miteinander. Ne? Ja, unter dem Motto, we are one family, nicht? Genau. Also du gehst gerne zur Love Parade. Was machst du noch, was junge Leute eigentlich machen? Was junge Leute machen, also vorwiegend Technomusik hören und mit den Söhnen, mit den Freunden meiner Söhne Kontakt. Hast du denn auch schon mal einen ganz jungen Lover zum Beispiel?
Nee. Das nicht? Also da stehe ich nicht so drauf. Das nicht? Ja. Nein. Das muss ich dann, Du hast einen Mann. Ja. Der ist zwar Fernfahrer, eine Woche über unterwegs. Ja. Und was sagt der denn zu der durchgeknallten Nudel von Ehefrau? Naja, das findet's ein bisschen eigenartig, aber er hat sich im Laufe der Jahre damit abgefunden, ne? Ja. Was bedeutet denn für dich alt werden überhaupt? Alt werden ist eigentlich für mich ein recht normaler Fortgang. Also, ich fühle mich zwar nicht wie 53, keineswegs. Sehe auch nicht so aus. Mhm. Aber, ich habe keine Angst vorm Altwerden. Das Tolle ist ja, wenn man älter wird, dass man eben halt auch viel mehr Erfahrung hat und viel mehr weiß. Ja, na klar. Ja, und dass man viele Dinge vielleicht auch viel besser genießen kann und viele Dinge viel geschickter anstellen kann als noch vor 20, 30 Jahren. Richtig, Domian, ja, finde ich auch. Denn man hat eine ganz andere Beziehung zu den Dingen im Laufe der Jahre. Ne? Hast du Angst vor dem körperlichen Altwerden? Nö, macht ja auch nicht. Würdest du dich unter... eigentlich nicht. Ich bin auch, wenn du so siehst, ich meine, ich bin ziemlich krank, ich habe Diabetes, bin insulinpflichtig und all so ein Tüdel. Das nehme ich halt hin und dann ist es so, ne? Muss ich halt durch. Würdest du dich unters Messer legen, um noch jünger auszusehen, äußerlich? Nee, ach, um Gottes Willen. Das nicht. Nein, niemals. Da müssen doch eigentlich deine Kinder ganz glücklich mit dir sein. So eine lockere, coole Mutter zu haben, ist doch toll. Ich hoffe es. Die Freunde sagen immer, Mensch, deine Mutter ist klasse oder so. Aha. Also meine Kinder sagen es mir selten, aber ich merke es eigentlich so an der Art, wie sie mit mir umgehen. Ja. Dann kann das also durchaus passieren, dass du mit deinen Kindern auch mal auf die Rolle gehst. Aber na klar. Immer na klar. Aber natürlich, das macht Spaß. Ich stelle es mir schwierig vor. Wenn man, ich finde es super klasse und ich hoffe, dass ich mit 53 so bin, wie du jetzt dich beschreibst. Ich glaube aber, dass es sehr schwierig ist, dann Gleichaltrige zu finden, die auch so drauf sind. Das ist richtig. Ne? Das ist richtig. Also in meiner Umgebung sind viele, die eine ist 58 schon. Also da überlege ich manchmal, Mensch, warum sind die so, ja? So dass man dann zwangsläufig. Was, die sind auch so traurig. Also ich finde das furchtbar, ja. Warst du denn immer schon so, dass du immer so ein fideler Typ warst? Ja, oder eigentlich ja. Bist du jetzt durch? Ja, eigentlich ja. Ja, ich bin noch nie irgendwie so schnell unterzukriegen, und so, obwohl man manchmal schon ganz schön gebeutelt wurde. Ja. Was hast du für Pläne fürs Alter, wenn du jetzt so an die nächsten 20 Jahre denkst? Hast du Pläne, was du mit deinem Leben anstellen willst? Naja, mit meinem Leben viel anstellen, da in dem Alter läuft dann nicht mehr allzu viel. Also ich sehe zu, dass ich meiner Technomusik treu bleibe, dass ich zur nächsten Love-Story gehe. Da warte ich schon sehnsüchtig drauf. Ja, ja. Und ich hoffe, dass er in Berlin ist. Ja. Und dann habe ich meinen Computer noch, ne? Ja, und den Computer. Kannst du denn auch, tanzt du auch so richtig ab, wenn du auf na klar, da wird abgeregt, aber toll. Muss ich dich natürlich beim Thema Techno auch fragen, wirfst du dir ab und zu auch schon mal Ecstasy ein? Die geht, nee. Nein, das nicht. Also das machen meine Söhne nicht, das würde ich niemals machen. Ja. Und Drogen ist bei uns überhaupt kein Thema. Also du hast Spaß auch ohne Drogen? Aber natürlich. Die Musik ist dir genug? Ja. Bleib so, wie du bist, Regina. Alles Gute. Domian. Tschüss. Ich habe mich gefreut, endlich mal bei dir mit reinzukommen. Mich hat's gefreut, mit dir geredet zu haben. Alles Gute. Alles klar, ich wünsche dir was. Tschüss. Tschüss. Ein junger Mann oder eine junge Frau namens Alex. Hi, Domian. Ein Mann. Ein Mann. Junger Mann mit 18 Jahren. Hi. Genau das. Ja, hi. Ich werde nicht erwachsen. Ist das bei dir so? Ja, absolut. Also ich will es auch gar nicht, ehrlich gesagt. Warum nicht? Ist doch klasse, erwachsen zu sein. Ich weiß nicht, was dran klasse ist. Also du gehst in die Früh in die Arbeit, kommst am Abend heim. Ja. Und legst dich ins Bett und jeden Tag dasselbe. Und ich weiß nicht, es macht irgendwie gar keinen Spaß. Lebst du noch zu Hause im Moment? Ja, im Moment schon. Mhm. Was ist denn so an dem Leben, was du bisher geführt hast, also was das nicht erwachsene Leben, was gefällt dir da besonders gut dran? Dass ich noch nicht so krass mit der Wirklichkeit zum Beispiel konfrontiert werde. Mhm. Und diese Dinge halt. Keine Verantwortung tragen müssen? Ach doch, schon Verantwortung, schon, aber nicht so krass wie zum Beispiel, wenn ich jetzt eine eigene Wohnung hätte und die ganzen Kosten damit und so. Das Problem habe ich hier halt noch nicht. Ich muss halt keine Miete zahlen und. Steckt da nicht auch eine ganze dicke Portion Bequemlichkeit und Faulheit hinter? Ja, so kann man auch sagen. Kann man vielleicht auch so sagen, ne? Ja. Denn du bist ja dann das klassische Beispiel, die Mutti wird's schon richten, ne? Oder? Das nicht. Also meine Eltern sind nicht sehr oft zu Hause, dadurch, dass die halt tagsüber ein bisschen spät in die Nacht arbeiten, weil die haben so ein Restaurant. Mhm. Und aber wer kocht bei euch? Meistens der Pizza Express. Der Pizza Express. Wer putzt bei euch? Ich. Du? Ja. Wirklich, das machst du? Ja, so also im Wohnzimmer und schon so, aber in meinem Zimmer, das sieht halt immer so recht chaotisch aus. Ja. Und wie ist es mit der Wäsche? Ja, Wäsche, das wäscht noch meine Mutter. Das wäscht die Mutter noch. Ja.
Aber ist es dann schon so ein Gefühl, auch so ein bisschen behütet zu sein, ne? Ja. Ja, teilweise schon. Aber Reiz, ich weiß noch, als ich 18 war, hatte ich nichts anderes im Sinn, als eben rauszukommen von zu Hause, weil ich so gerne auf eigenen Beinen stehen wollte und mir eben auch nicht mehr so reinquatschen lassen wollte von den Eltern. So, kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Ja, klar. Also ich möchte auch eigentlich schon raus zu Hause, aber es ist halt zweiteilig. Mhm. Ich möchte eigentlich schon raus, aber ich möchte aber auch zu Hause bleiben. Mhm. Es wäre halt toll, wenn es beide ging. Es geht halt nicht, aber ich das ist ein bisschen schwierig, ja, genau. Was sind denn deine Pläne? Du gehst noch zur Schule, vermutlich? Nein, nee. Ich gehe nicht zur Schule, ich bin Soldat. Du bist Soldat? Ja. Hey, da wird aber ein ganz anderer Wind dann, ne? Ja, aber es ist... Obwohl, letztendlich ist es ähnlich, ne? Ihr seid ja vollkommen umsorgt. Ne? Ihr braucht ja nichts selbst, man. Es ist ja alles geregelt. Ja, klar, uns wird halt gesagt, was wir tun sollen. Ja. Was sind deine Pläne nach dem Wehrdienst? Meine Pläne? Ja, also ich möchte jetzt dann erstmal 2-3 Wochen Ferien machen. Das ist ja okay, 2-3 Wochen, sei dir genehmigt. Ja, danke. Ja, und dann möchte ich mal schauen, also irgendwo halt anfangen zu arbeiten, so als Kfz-Mechaniker in dem... Also eine Lehre machen dann. Mhm, mhm. Genau. Sind deine Freunde ähnlich drauf wie du? Ist das so in eurer Clique so ein gemeinsames, also einheitliches Empfinden oder bist du da schon Außenseiter? Ach, manche wollen auch nicht erwachsen werden und ja... Also es ist gemischt alles. Gemischt, mhm. Genau. Reden deine Eltern oder deine Mutter dir denn auch so, also die eine Seite ist klar, man macht dir ziemlich viel und organisiert dir das Leben. Quatschen die dir auch rein? Also zum Beispiel in Sachen Mädels? Nein, gar nicht. Also meine Eltern sind ziemlich loyal, würde ich sagen. Also und tolerant? Entlässig eigentlich. Entlässig, ja. Also dir geht's richtig gut zu Hause, ne? Ich ja, eigentlich schon, richtig, ne? Gut. Du hast gar nichts zu kritisieren an deinen Eltern? Nein, überhaupt nicht, weil... Die lassen mich eigentlich machen, weil ich bin 18 und meine Mutter sagt, du bist jetzt alt genug, du wirst schon wissen, was du tust. Ja. Ja, vielleicht hält diese Zeit noch ein bisschen an bei dir, 1-2 Jahre, dann genießt das noch. Und dann aber musst du irgendwas mal eigenständig machen, das ist gut für das eigene Feeling. Ja, das auf jeden Fall. Unbedingt, ne? Man muss eigene Sachen auf die Beine stellen. Darf ich noch jemanden grüßen? Ach, weil du es bist. Okay, also ich grüße Klaus, ein sehr guter Freund von mir, und dann grüße ich noch den Peter. Und der soll doch bitte mal wieder zum Klaus schauen, weil die haben sich zur Zeit verstritten. Hey, schon alte Freunde. Rufst du aus München an? Ja, siehst du? Schleißheim bei München. Ich hab es mir doch gedacht. Wegen des Dialektes. Ach so? Was ich sehr gerne mag, was ich immer sage. Alex, alles Gute. Grüß mir die Bundeswehr und Herrn Rühe vor allen Dingen, wenn du ihn siehst. Ne? Tschüss. Wiederhören. Tschüss. Steffi, 21. Ja, hallo. Hallo Steffi. Ja. Also ja. Mein Thema ist auch, ich werde nicht erwachsen, aber es geht nicht um mich, sondern es um meinen Verlobten und seine Cousine. Um den Verlobten und die Cousine. Wie alt ist denn der Verlobte? 24. Mhm. Und die Cousine 35. Aha. Muss ich dazu sagen. Ja. Und sobald die beiden zusammen sind, das ist sowas von schlimm. Die gehen bei meiner Schwiegermutter, die hat noch zwei kleinere Kinder im Alter von 11 und 14. Mhm. Und dann gehen die beiden zusammen sofort im Kinderzimmer und lassen die Kinder aber im Wohnzimmer. Und dann fangen die da an, mit ihren Autos zu spielen. Wie die 35-jährige Cousine? Ja. Und dann dein Freund, dein Verlobter? Ja. Ja. Also ganz schlimm. Aber ich hoffe, die spielen nur mit den Autos und machen sonst nichts miteinander. Da. Ach, natürlich. Also, die spielen, oder man könnte... Verstecken und mit Murmeln. Aber ich hoffe, keine Doktorspiele. Nein, Doktorspiele nicht. Das machen sie nicht. Wie, dann sind die da alleine im Kinderzimmer und spielen Kinderkram? Ja, ganz genau. Hast du schon mal mitgespielt? Nein. Findest du es doof? Was heißt doof? Also am Anfang fand ich es noch lustig, aber seitdem es dann auch schon mal so losging, dass wir im Kaufhaus waren und die dann sofort in eine Spielzeugabteilung verschwunden waren und damit die Puppen gespielt haben, da fand ich es nicht mehr so lustig. Dein Verlobter spielt mit Puppen mit deiner Cousine. Macht mich aber sehr nachdenklich. Was ist da los? Das ist wirklich so. Also ich weiß nicht, was mit denen los ist. Haben die denn so ein inniges Verhältnis miteinander? Ja, das hat man mich auch gerade schon gefragt. Eigentlich nicht. Ja, aber wahrscheinlich über Jahre machen sie das dann doch schon miteinander, oder? Nee. Eigentlich nicht. Wie hat denn das angefangen? Die haben jetzt auch schon lange keinen Kontakt mehr gehabt und dann haben sie sich mal wieder getroffen, dann fing der ganze Zirkus schon wieder an, ne? Aber seit wann machen die das denn? Jetzt machen sie schon wieder eine Woche durchgehend, sehen sie sich jeden Tag, weil sie sich schon gar nicht mehr trennen können. Das Spielen ist so schön. Das klingt aber sehr seltsam. Ich könnte das noch verstehen, wenn die so zusammen aufgewachsen wären und... Also viel, viel früher miteinander verbracht hätten an Zeit. Nee, haben sie nicht. Überhaupt nicht. Ja, wann hat es denn angefangen? Ja, wann hat es angefangen? Jetzt muss ich sie selber fragen. Die sitzen hier.
Ja, bitte, ja, dann gib's mir mal bitte ein, gib mir mal einen ans Telefon. Die Cousine bitte mal. Die Cousine, ja. Regina. Regina. Ja, Moment. Ja, das ist ja nun sehr schrill. Ja. Komm her, komm. Der Rüdiger. Nee, sie möchte nicht, also muss ich meinen Verlobten. Ja, den Rüdiger. Den Rüdiger, ich habe schon gehört, ja. Okay. Tschüss, Steffi. Ja, hallo, Domian. Rüdiger, stimmt das? Ja. Oder bindet ihr mir einen Bären auf? Nein, ist kein Bären, das ist wirklich so. Wir spielen mit Murmeln, wir fechten in den Kaufhäusern, also ist unwahrscheinlich. Wie ist denn dieser Spaß zwischen euch entstanden, wenn ihr das nicht als Kinder gemeinsam gemacht habt? Also, als Kinder haben wir es nicht gemeinsam, also das ist entstanden, ja. Wir sind öfters nach meine Tante hintergefahren, wo ich, das hat angefangen mit 11 Jahren, da habe ich sie öfters gesehen. Ah, also doch, es hat doch schon eine Tradition, ja, dann. Und gut, da war sie eigentlich immer noch mit Größeren zusammen. Mhm. Und hinterher, da war ich dann 14, 15 gewesen und dann war sie auch öfters bei uns. Mhm. Und dann ging das normalerweise, ab da ging es dann richtig los. Ne? Und seitdem ist es auch so geblieben. Kannst du denn verstehen, dass deine Freundin Steffi... Ja. Da ein bisschen die Nase rümpft und sagt, die beiden sind ja nicht mehr so ganz klar in der Birne. Ja, ja. Ne? Irgendwo. Ich meine, das ist. Denken wir alle jetzt so ein bisschen, ne? Dass ja. Da irgendwas stimmt da nicht. Ja, nee, ich verstehe da schon, dass das ziemlich peinlich ist, wenn wir da in die Kaufhäuser gehen. Sie guckt dann nach Sachen, nach Anziehsachen und wir müssen das mal suchen in der Spielzeugabteilung, weil wir da am Fechten sind oder irgendwie so ein Blödsinn oder mit Spielzeugpistolen. Rüdiger, warum spielst du so gerne mit deiner Cousine? Es macht Spaß, aber ja. Ich weiß, ich möchte auch nicht älter werden. Das macht einfach nur Spaß und sie möchte auch nicht älter werden. Ja. Ja, also wir fühlen uns so wohl. Und, hat die Cousine auch einen Freund oder Mann? Nein. Nein, dann ist die ganz frei, da rümpft niemand die Nase. Nein. Das ist das Problem. Ja, nur von meiner Vielleicht Frau ist das Problem. Ne? Ah, ja. Also, wenn ihr das nicht zu sehr übertreibt und ihr Steffi nicht zu sehr vergrault, ist es ja okay, wenn ihr das macht, aber ihr sollt es vielleicht auch nicht übertreiben. Ja. Ne? Ja, also das geht ja schon eine Woche, so hörte ich gerade. Aber jetzt geht das eine Woche wieder durch. Ja, ich meine, auch wo sie nicht da war, ja. Habe ich gerne gespielt. Da bin ich im Zimmer gegangen, wenn ich nach meiner Mutter gekommen bin und dann mit Figuren und mein Bruder hat ja auch ziemlich viel und da komme ich dann gar nicht mehr raus. Was ist denn euer gemeinsames Lieblingsspiel? Unser? Mhm. Ja, mit Figuren spielen. Mit Figuren spielen. Ja, und Kickern. Und Kickern. Ja. Also, ihr beiden, ihr seid ja ganz schön drauf. Aber wie gesagt, wenn das nicht in die Beziehung reinfunkt, ist es ja okay. Ja. Viel Spaß. Okay. Tschüss. Was es alles gibt. Beate. Ja. 40 Jahre, hi. Wie viel? 40, stimmt 40. Das? 40, ja, 40. Ich habe nicht 14 gesagt. Ich habe gerade 50 gesagt. Nein, um Gottes Willen. Nein. Ich würde im Erdboden versinken vor Scham, wenn ich das gesagt hätte. Ja, ich erst recht. ja. Jetzt zu dir. Bist du auch so drauf? Ich wünsche mir seit Kindheit an eine Puppenstube. Eine Puppenstube. Ja, also heute noch. Also wenn ich das Geld hätte und alles hätte, ich würde mir eine... ganz riesentolle Puppenstube einrichten. Jetzt muss ich mal fragen, wie teuer wäre denn eine schöne Puppenstube, so nach deinem Geschmack? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Es müsste ja auf jeden Fall nicht das, was so in den Spielzeugläden steht. Mhm. Ne? Also vielleicht eher sowas Antiquarisches? Sowas etwas mehr oder weniger. Ja, naja, das kostet natürlich viel Geld dann. Ne? Da sind wahrscheinlich. 1.000, 2.000 Mark vielleicht weg. Ich weiß es wahrscheinlich. Nicht. Wahrscheinlich. Mein Mann und ich sagen immer, wenn wir mal im Lotto gewinnen, ne? Warum hast du so Spaß an der Puppenstube? Was? Ach, ich finde das einfach, ich habe in meiner Kindheit nie eine gehabt. Mhm. Und wenn ich bei einer Cousine von meiner Mutter war, da war oben auf dem Boden war eine. Mhm. Und da waren auch noch so Möbel drin und so, da haben wir dann heimlich immer dran gespielt. Mhm. Und das alles, da waren uralte Sachen drin, ja? Würde ich heute sagen. Das sind so richtig schöne, tiefe Kindheitserinnerungen. Ja, also super. Könntest du dir denn vorstellen, nehmen wir mal an, ich hoffe, dass der Wunsch bald erfüllt wird, du hättest eine, du hast eine, dass du dann auch zu Hause in eurem Schlafzimmer, wo immer sie ja stehen mag, dass du richtig spielst mit der Puppenstube? Oder soll die nur so als Dekoration da stehen? Ja, wie soll ich sagen, spielen in dem Sinne...
Ja, doch, ich würde immer umräumen und hier mal was machen und da mal was machen und vielleicht mal neu tapezieren. Und ja, also du würdest dich schon damit beschäftigen. Ja, klar. Also Beate, es muss da drin sein, dass du dir da mal so ein Ding leisten kannst. Ihr müsst auf den nächsten Urlaub verzichten. Ey, das hast du so. Wenn das so ein Herzenswunsch von dir ist, dann muss der erfüllt werden. Vielleicht hat ja irgendein netter Mensch jetzt irgendwo eine Puppenstube rumstehen, die er gar nicht so mag und braucht. Und ich würde glatt den Kontakt herstellen, damit du eine bekommst. Ist das ein Angebot? Das wäre ja super. Das wär ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Moment die finanziellen Möglichkeiten einfach gar nicht, zum Beispiel eine richtig alte. Mhm. Ja, ich sprach jetzt von Schenken, ne? Ich sprach von Schenken. Sofort. 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 Oh, sie blüht richtig auf, die Beate. Ach, da würde ich ausklinken. Du würdest ausklinken. Mensch, es muss doch irgendeinen Menschen geben, der sowas im Keller oder auf dem Speicher rumstehen hat, der das überhaupt nicht mag. Ja. Und der das gerne weiterreichen würde an dich und dir damit eine sehr große Freude macht. Ach, das wäre das Beste, was mir in meinem Leben passieren könnte. So Sachen machen wir eigentlich nie hier, aber da du das jetzt so nett beschrieben hast, machen wir das. Wenn sich jemand bei uns meldet, per Fax oder per Telefon, stellen wir den Kontakt her. Das finde ich toll. Nett, noch nicht zu früh freuen, ne? Aber überhaupt, dieses Angebot ist schon super. Also wenn daraus was wird, dann werden wir uns nochmal hier sprechen in der Sendung, okay? Ja. Also wir drücken die Daumen, dass es klappt. Super. Beate. Mach's gut, Beate. Ich bin fassungslos. Ja, noch nicht zu früh, Freund. Vielleicht passiert ja gar nichts, aber mal sehen. Ja, cool. Nochmal herzlichen Dank für deine Sendung überhaupt. Ja. Das Übliche halt. Ja, okay. Tschüss, Beate. Tschüss. Sie ist ganz aus dem Häuschen. Sonja, 18 Jahre. Ja, hallo Domian. Hallo, ich bin Sonja. Aber 21, hey. Nicht 18. Hier steht bei mir 18 Jahre. Nee, ich bin 21. Ein Computerfehler. Sonja. Ja, ich kann ohne mein Garfield, ohne mein Kuscheltier nicht mehr einschlafen. Das ist aber auch ein Ding. Ja. Wie kommt das? Ich weiß nicht, den habe ich mit 9 Jahren oder so bei den Pfadfindern gewonnen. Mhm. Und seitdem ist der in meinem Bett und ich muss den auch überall mit hinnehmen. Wenn ich auf Ferienfreizeiten fahre, mit dem Jugendrotkreuz oder auf Zeltlager, dann muss der dabei sein. Beschreib ihn mal, wie groß ist er? Der ist nicht sehr groß. Wie groß ist der? 20 Zentimeter groß und sehr platt gedrückt jetzt. Du liegst also quasi auch nachts auf ihm? Ja, teilweise ja. Der Arme. Er mag das. Er mag das. Er, ja, hat er mir erzählt. Ah ja. Sprichst du mit ihm auch? Ja, zwischendurch. Ja, also auch abends zum Einschlafen? Ja. Erzählst du ihm auch schon mal deinen Tag? Manchmal ja. Und was erzählst du ihm noch? Also eigentlich alles. Also ich habe auch ein Jahr auf Borkum gewohnt und da habe ich den zum Beispiel unter der Jacke gesteckt und mit an den Strand genommen. Achso, aber normalerweise bleibt er im Bett. Normalerweise bleibt er im Bett, auch tagsüber. Ja. Gefällt ihm das denn? Den ganzen Tag im Bett ist auch nicht so schön. Er hat dann noch 3 Freunde. Ach, da sind noch andere im Bett. Ja, aber mit denen schmuse ich nicht. Die sitzen nur so am Rand. Achso, und die 3 vertragen sich dann ganz gut. Ja, sehr gut. Und du nimmst ihn überall mit hin. Ja. Was hast du denn, was sagen denn die Männer zu dir, wenn du mit Männern ins Bett gehst? Ja. Wenn das mal, sollte das mal vorkommen, ich setze das mal voraus. Ja, natürlich. ja, mein Ex-Freund, der hat sich eigentlich ganz gut damit angefreundet und der hat das auch akzeptiert. Da ist keine Eifersucht zwischen den beiden dann? Nö. Und das soll auch die nächsten, sagen wir mal, so 40 Jahre weitergehen? Ja, hoffentlich. Wenn er so lange hält. Ja klar, das ist ein Problem, ne? Dass er irgendwann so platt gedrückt ist. Ja, und ich musste ihn auch schon öfters flicken. Aber das geht immer noch. Ja. Ja, auf dass es so bleibt und dass er das aushält. Alles Gute, danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Tschüss, Sonja. Das war's für heute. Ich will nicht erwachsen werden oder ich werde nicht erwachsen. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Morgen Nacht sind wir wieder da. Punkt 1, Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Und morgen sind wir ganz offen. Offene Talk-Radio-Show für alle eure Themen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und sag ganz schlicht und einfach bis morgen. Ciao.